Okay, die obligatorischen 5 Minuten haben wir gewartet. Wir dürfen jetzt noch einmal ein paar weitere Teilnehmer begrüßen. Daher denke ich, dass wir jetzt einfach starten können. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar in 15 Minuten zur Archivierung. Mein Name ist Christian Eselaus. Ich bin bei Guava verantwortlich für das Marketing und Business Development in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Und ja, heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe meinen Kollegen Thomas Stegemann neben mir. Thomas? Hallo, herzliches Willkommen auch von mir. Thomas Stegemann, wie schon angekündigt. Ich bin Technical Sales Specialist bei der Guava EMEA, und meine Aufgaben sind großteils im Bereich Pre-Sales angesiedelt. Danke, Thomas. So vorweg, bevor wir starten, noch ein paar allgemeine Hinweise zum Ablauf. Wir werden alle Webinar-Teilnehmer in den Listen-Only-Modus schalten. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die gerne im Chatfenster stellen. Diese werden wir allerdings aufgrund der Kürze des Webinars nicht während des Events beantworten können, sondern halt im Anschluss, wenn wir uns damit befassen. Und das Webinar wird auch unter anderem aufgezeichnet. Die Präsentation werden wir im Anschluss natürlich zur Verfügung stellen. So, und damit sind wir nun startklar und wir befassen uns mit der Frage, ja, warum muss ich überhaupt archivieren? An erster Stelle sind da ganz klar die rechtlichen Gründe zu erwähnen, warum ich archivieren muss. Und das natürlich meistens im Zusammenhang mit dem Thema IT-Compliance. In Deutschland gibt es verschiedene Gesetze, die bei der Archivierung eine Rolle spielen. Da wären die wichtigsten Gesetze zu nennen, wie zum Beispiel das Handelsgesetzbuch oder auch die Abgabenordnung. Und ja, diese legen zum Beispiel fest ja, die grundsätzliche Archivierungspflicht. In Österreich und Schweiz sieht es ziemlich ähnlich aus, nur dass die Gesetze eigentlich anders heißen. Im Kern sind die relativ identisch. Was für Sie wichtig ist, Sie müssen archivieren und sind gesetzlich dazu verpflichtet. Und das sollten Sie auf jeden Fall mitnehmen aus diesem Webinar. Im Rahmen der rechtlichen Gründe müssen wir auch den Auditzugriff nennen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Prüfer einer Finanzbehörde einen Zugriff auf ihre gesamte Geschäftskorrespondenz verlangt. Falls dieses nicht möglich ist, drohen Ihnen unter anderem auch Bußgelder. Und natürlich hilft eine Archivierung auch bei Rechtsstreitigkeiten vor Gericht, wenn E-Mails ganz einfach als Beweismittel eingesetzt werden. So, was von vielen unterschätzt wird, sind vor allem die wirtschaftlichen Gründe bzw. Vorteile einer Archivierungslösung. So kann man zum Beispiel dank einer Archivierung Speicher- und Lizenzkosten sparen. Oder die Arbeitsabläufe können verbessert werden. Hier mal ein ganz einfaches Beispiel, wie es aussehen kann. Ein Mitarbeiter benötigt eine oder mehrere E-Mails zurück, die er aus Outlook gelöscht hat. Was passiert dann in der Regel? Klar, der Mitarbeiter wendet sich an die IT-Abteilung. Das Problem muss erst einmal erläutert werden. Ein Mitarbeiter der IT-Abteilung macht sich dann auf die Suche nach der E-Mail, zum Beispiel im Exchange-Backup. Hier wird er dann irgendwann fündig und stellt die E-Mail wieder her. Das hört sich jetzt relativ einfach an, was ich in den wenigen Sätzen beschrieben habe, aber in Wirklichkeit, und ich glaube, da werden mir die Teilnehmer hier auch zustimmen, kann das einige Stunden und in manchen Fällen sogar ausnahmsweise Tage dauern. Wenn Sie in diesem Fall eine E-Mail-Archivierung einsetzen, so kann der Mitarbeiter ganz leicht seine E-Mails selber wiederherstellen, per Mausklick, indem er einfach in sein Archiv reingeht, die E-Mail sucht und per Mausklick wieder restored. Zumindest ist das mit unserem Archivierungsprodukt möglich. Es wird nicht von allen Archivierungslösungen unterstützt. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch der Schutz wichtiger Informationen, Unternehmensinformationen, die vielleicht einfach verloren gehen können, wenn Mitarbeiter E-Mails löschen. Mit dem Punkt Flexibilität und Unabhängigkeit, der hier noch aufgeführt wird, schauen wir bereits ein wenig in die Zukunft. Das heißt, Sie wissen wahrscheinlich nicht, ob Sie in 5 Jahren noch Microsoft Exchange nutzen oder Sie wollen vielleicht kurzfristig in die Cloud wechseln. Das Thema Office 365 spielt ja eine Rolle. Oder eventuell steht auch eine Migration Richtung Google Apps auf dem Plan. Und hier macht sie die Archivierung ein Stück weit flexibler. Wenn Sie nämlich in einem unabhängigen Format archivieren, dann ist es egal, welches E-Mail-System Sie nutzen. Die Archivierung kann Ihnen dann sogar bei der Migration auf eine andere Plattform helfen. Und hier haben wir natürlich auch Kunden, die davon profitiert haben. So, und zuletzt, was wir nicht vergessen dürfen, sind natürlich auch die technischen Gründe und Vorteile einer Archivierung.
Da liegt ganz klar auf der Hand, dass enorme Datenmengen aus dem Live-System, aus dem Exchange-Server in das Archiv verschoben werden. Dadurch steigt die gesamte Performance des Exchange-Servers. Er wird komplett entlastet. Und ja, das liegt unter anderem auch an dem nächsten Punkt, der hier aufgeführt ist, an der Datendeduplizierung. Ich denke, da wird Thomas nachher noch etwas genauer darauf eingehen. Durch die Deduplizierung wird natürlich die Datenmenge reduziert und das hat zur Folge, dass die Backups wesentlich schneller durchgeführt werden können. Wichtig, dazu braucht man natürlich die entsprechende Lösung und das ist jetzt auch das Stichwort für meinen Kollegen Thomas, der Ihnen nun die Frage beantwortet, wie Sie überhaupt archivieren können. Thomas. Ja, danke Christian. Dann kommen wir zu dem Punkt, wie kann ich archivieren und was macht Retain? Retain ist eine Archivierungslösung für Microsoft Exchange Office 365. Auch Lync-Daten können mit archiviert werden. Außerdem unterstützen wir Google Apps, Novell Groupwise, mobile Messages von Android und BlackBerry-Geräten und es gibt ein Modul zur Archivierung von Facebook und Twitter. Mit Retain können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten sicher und compliance-gerecht archiviert und abgelegt werden. Und dass wir natürlich umfangreiche E-Discovery-Funktionen in Retain haben. Sie können einfache Suchtermini haben, aber auch komplexe Suchabfragen gestalten und sehen Ihre Ergebnisse direkt und nicht erst nach einem längeren Zeitraum, sondern Sie sehen sie wirklich sofort. Außerdem können Sie Suchabfragen direkt speichern und sie wieder aufrufen, also auch wiederkehrende E-Discovery-Aufgaben sind sehr schnell und sehr einfach lösbar. Die Deduplizierung, die der Hesaus gerade schon angesprochen hat, machen wir so, dass wirklich jedes Attachment genommen wird und nur einmal auf dem Server gespeichert wird. Egal wie oft es vorkommt, egal wie oft es weitergeleitet wurde, wird ein Attachment und auch ein HTML-Body nur einmal gespeichert und dadurch können wir bis zu 60% Speicherplatz gegenüber dem Live-System einsparen. Der Zugriff auf das Archiv geschieht dabei über ein Webinterface, das natürlich auf jedem Gerät, jedem Tablet lauffähig ist oder über ein Plugin im Outlook. Dieses Plugin unterstützt die Suche und zusätzlich auch noch das Offline-Synchronisieren von Daten, sodass Sie direkt auch Zugriff haben, wenn Sie mit Ihrem Notebook unterwegs sind. Außerdem kann die Archivierung entweder auf Ihrem Server passieren, in Ihrer Firma oder in der Cloud. Hierfür gibt es Guava Cloud Partner, die Retain in der Cloud anbieten und dann entweder Ihr Office 365 oder Ihr Exchange in die Cloud archivieren können. So, dann kommen wir zu einem wichtigen Punkt auch, was sind denn Systemvoraussetzungen für Retain? Und das wollen wir mal ganz einfach darstellen. Also wir brauchen ein Betriebssystem. Dieses Betriebssystem kann sein ein Windows-Server oder ein Linux-Server. Also entweder Windows ab 2008 oder SUSE Linux Enterprise Server, die unterstützen wir hier. Dann brauchen wir einen Speicher im Hintergrund natürlich, entweder lokale Speicher, also auch lokal gemountete NAS-Speicher und so weiter, oder wir unterstützen auch EMC Centerra und NetApp mit Snaplock als sogenannte WORM-Speicher, die dann für einen gewissen Zeitraum die Daten physikalisch nicht löschbar speichern. Und wir brauchen eine Datenbank, in der die ganzen Metadaten abgelegt werden, denn nichts ist schneller als eine gute Datenbank. Und das kann sein, eine von einer MySQL bis zu einer Oracle-Datenbank, alles. Und da empfehlen wir immer, nutzen Sie die Datenbank, die Sie entweder schon lizenziert haben oder bei der Sie das meiste Wissen haben. Wenn Sie sagen, wir haben sowieso Microsoft SQL, dann nutzen Sie die. Wenn Sie sagen, wir haben sowieso einen Oracle-Server bei uns, dann nutzen Sie diese. Und dann noch am Beispiel von Microsoft Exchange, was für Voraussetzungen haben wir und was brauchen wir?
im Exchange Server. Also wir brauchen eine bestimmte Version, denn die Schnittstelle, die wir nutzen, ist erst ab 2007 verfügbar. Also alle aktuellen Versionen ab 2007 werden unterstützt. Wir brauchen bestimmte Rechte im System. Das heißt, wir müssen Login-Daten von einem User haben, der Mail-User ist, der ein bestimmtes Recht kriegt, das Impersonation Application Right. Dann können wir die Delegation-Rechte abbilden, dass also auch ein Benutzer, der ins Archiv geht, in eine andere Mailbox wechseln kann, in der er im Live-System auch Rechte hat. Und wir können natürlich Journaling-Mailboxen abbilden, um die Compliance zu erreichen. Dadurch eine Journaling-Mailbox natürlich alles durchliest, alle Mails, löschen wir hier sofort die Mails raus, sobald sie archiviert wurden. Und im letzten Schritt, was für Interfaces nutzen wir denn überhaupt vom Exchange-Server und vom Windows-System? Wir installieren nichts direkt auf dem Exchange-Server, es muss nichts auf einem Domain-Controller installiert werden, sondern wir nutzen über eine ganz normale IP-Verbindung das Active Directory und die EWS, die Extended Web Services von Exchange und holen uns darüber alle Daten, die wir benötigen. Die Architektur des Retain-Systems geht jetzt von links nach rechts rüber. Links sehen wir die einzelnen Server. Hier jetzt eine verteilte Struktur über mehrere Standorte mit mehreren Servern. Die kleinen Personen, wie Sie da sehen, das sind die Retain-Worker, die jeweils lokal die Daten abholen und an den Retain-Server schicken. Ein netter Nebeneffekt ist, dass die lokal laufen. Die schicken erstmal nur einen Code an den Retain-Server, bevor sie überhaupt das Attachment übertragen und können dadurch auch Bandbreite sparen, wenn das Attachment schon einmal auf dem Retain-Server vorhanden ist. Der Retain-Server in der Mitte macht dann die Indexierung, die Volltext-Indexierung, sodass sie auch die Attachments durchsuchen können, speichert das Ganze in den Storage und in die Datenbank. Und auf der rechten Seite dann von oben an der Administrator mit seinem Tablet oder seinem PC, der Notebook-User und der normale Arbeitsplatz-PC-User, die alle auf den Retain-Server zugreifen und auf die archivierten Daten. Dann wollen wir Ihnen natürlich nicht vorhalten, noch kurz die Retain-Benutzeroberfläche zu zeigen. Hier sehen Sie, auf der linken Seite ist die Ordnerstruktur mit allen Ordnern, die der User hat. Der rechten Seite eine Liste der E-Mails in diesem Fall der Inbox, und dann kann man Sachen wie exportieren, drucken und so weiter direkt machen. Einen kleinen Ausschnitt hier nochmal. Wenn Sie eine Nachricht wiederherstellen wollen, markieren Sie einfach eine Nachricht über die Checkbox, sagen dann Restore oder natürlich in der deutschen, im deutschen Webinterface wiederherstellen, und dann wird die in die Mailbox wiederhergestellt des Benutzers. Dann noch kurz das Outlook-Plugin. Das müssten Sie auch sofort sehen. Da sieht man hier das Suchfeld. Und dann kann man einfach ein Keyword eintragen und sagen Suche. Und dann kriegt man die Retain Search Results, findet dann, sieht dann sofort seine Ergebnisse. Und wenn man dann genauer guckt, hat man auch hier die Ordnerstruktur abgebildet und sieht seine kompletten Daten, und da kann man dann sagen, oben noch über den Button Retain Sync werden die Sachen offline verfügbar gemacht. Gut, dann gebe ich zurück an Christian. Okay, danke Thomas für den Einblick in das Produkt selber. Wir sind auch schon im letzten Teil des Webinars, und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit der Frage, welche Szenarien bei den Kunden gibt es eigentlich für den Einsatz einer Archivierungslösung. Hier haben wir Ihnen exemplarisch ein paar Kundenfälle herausgesucht, bei denen wir die rechtlichen, die wirtschaftlichen und auch die technischen Gründe für eine Archivierung darstellen. Also genau die Punkte, die ich Ihnen auch zu Beginn des Webinars bereits gezeigt habe. Dieses Beispiel, was Sie vor sich sehen, ist die Straßenverkehrsgenossenschaft aus Württemberg, aber auch die Zentrale in Frankfurt. Beide Niederlassungen hatten
schwere Probleme in Outlook, Daten zu finden. Die Suche war sehr träge, die Suchqualität bzw. die Ergebnisse waren sehr schlecht. Und man hat da eine Lösung gesucht und mit unserem Produkt Retain fand man halt die passende Lösung, weil die Suchergebnisse qualitativ wesentlich hochwertiger waren, aber vor allen Dingen, es gab kein langes Warten, sondern die Ergebnisse werden direkt angezeigt und auch das Wiederherstellen war dann halt mit einem Mausklick möglich. Also hier stand ganz klar der wirtschaftliche Grund, also in diesem Falle die Steigerung der Effektivität der Mitarbeiter im Vordergrund der Anschaffung von Retain. Ganz netter Nebeneffekt war, dass die Implementierung gerade einmal 4 Stunden durch unseren Partnern gedauert hat vor Ort und die Mitarbeiter schon wirklich aktiv dann auch archivieren konnten. Weiteres Beispiel, jetzt geht es in den rechtlichen Teil. Und zwar die AOP Orphan Pharmaceuticals AG aus Österreich. Da stand ganz klar der rechtliche Aspekt im Vordergrund. Denn hier mussten die gesetzlichen Vorschriften der Pharmaindustrie erfüllt werden. Und das heißt, meines Wissens gab es eine sogenannte Validierungsnotwendigkeit. Und diese hat Retain erfüllt. Damit war das gesamte Projekt compliant. Und man konnte dann auch live in die Umsetzung gehen und die Archivierung im Unternehmen nutzen. Was sich dann bei der Nutzung herausgestellt hat, war letzten Endes, dass der Exchange-Server wesentlich entlastet wurde. Und Thomas hat es erwähnt, es liegt größtenteils an der Deduplizierung der Daten. Und hier konnte bis zu 50% der Datenmengen konnte hier eingespart werden. So, und dann haben wir noch ein letztes Beispiel von unseren Kunden und das ist das bekannte Ritz Hotel in London. Da ging es dann um den technischen Aspekt, die Archivierung mit sich bringt, und zwar ist das die reine Migration des E-Mail-Servers. Deswegen wurde damals Retain gekauft und man konnte gleichzeitig so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das Produkt wurde für die eigentliche Migration genutzt und kann natürlich im Anschluss die ganzen Vorteile, die eine Archivierung mit sich bringt, auch genießen und insofern auch von der Archivierung in Gänze profitieren. Und das ist nicht nur das Ritz, was es gemacht hat, wir haben da mehrere Projekte, die so quasi von diesem Doppelnutzen profitiert haben. Und zu guter Letzt, weil auch Microsoft Exchange Archivierungsfunktionen mitbringt und wir häufiger gefragt werden, warum ich denn eine zusätzliche Archivierungslösung einsetzen soll, hier nur eine ganz kurze Gegenüberstellung der Funktionen, auf die ich aus zeitlichen Gründen natürlich nicht im Detail eingehen kann. Was aber klar wird und was für Sie wichtig ist zu wissen, ist, dass die Archivierung mit Exchange nur in einem sehr reduzierten Umfang möglich ist und auch ausschließlich in der Enterprise-Lizenzierung zur Verfügung steht. Wie Sie hier sehen, werden halt wichtige Funktionen wie die Suche im Archiv, die Wiederherstellung von E-Mails oder auch die Datendeduplizierung teilweise gar nicht unterstützt oder halt nur eingeschränkt unterstützt. Wenn Sie hier mehr Informationen brauchen, können wir Ihnen gerne auch im Anschluss weitere Informationen zusenden. Wir haben da Vergleichsinstrumente erstellt und die stellen wir natürlich gerne bereit. Ja, und damit sind wir nun auch am Ende unserer Präsentation. Wir haben das Zeitfenster fast vollkommen eingehalten, 15 Minuten. Wir sind 5 Minuten zu spät gestartet. Was bleibt uns noch zu sagen? Wir sind der Meinung, die Archivierung ist nicht nur wichtig, sondern ein Muss für jedes Unternehmen. Und wenn Sie zu bestimmten Themen mehr erfahren wollen, dann sprechen Sie uns an. Gerne führen wir Ihnen das Produkt im Web oder auch bei Ihnen vor Ort einmal live vor. Unsere Kontaktdaten sehen Sie jetzt vor sich und wir freuen uns einfach auf Ihre Kontaktaufnahme. Sie werden natürlich auch in Kürze von uns weitere Informationen jetzt als Follow-up-E-Mail bekommen, wo dann der Link zur Präsentation bzw. auch zur Aufzeichnung dieses Webinars zur Verfügung steht. Und dann bitten wir Sie noch, wenn Ihnen das Webinar gefallen hat, dann senden Sie uns Ihre Kritikpunkte oder Themen, die Sie eventuell vermissen oder einfach auch positives Feedback an unsere Adresse. Ihr Feedback ist uns dann sehr wichtig. Bleibt uns nichts anderes zu sagen als herzlichen Dank für Ihre Zeit und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.